Herr Schmidt, die Spionageaktionen der US-amerikanischen NSA werden in Deutschland kontrovers diskutiert. Nach einem ARD-Deutschland-Trend sind 78% der Deutschen mit der Reaktion der Bundesregierung auf diese Affäre nicht einverstanden. Weshalb hat die Sache in Deutschland bisher so wenig Konsequenzen und welche Konsequenzen hat sie? Es gibt zwei kleine Konsequenzen. Zum einen wird das Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten vom Oktober 1968, was noch restliche Siegermächte garantiert hatte, aufgekündigt. Zum zweiten gibt es Verhandlungen über ein No-Spy-Programm. Das ist auch in der nachrichtendienstlichen Landschaft nicht ganz neu. Frankreich und die USA haben 2010 ein ähnliches Abkommen vereinbart. Das war schon unter Dach und Fach und ist erst am Einspruch von Obama persönlich im Weißen Haus gescheitert. Wir werden erleben, dass die Amerikaner deutlich weniger Wirtschaftsspionage gegen die Bundesrepublik Deutschland betreiben, weil sie da auch erwischt worden sind. Sie werden natürlich weiterhin politische Spionage betreiben, weil ihnen die Entscheidungen der Berliner Regierung in vielen wichtigen Feldern ein wichtiges nachrichtendienstliches Aufklärungsziel sind. Im Übrigen muss man sehen, dass natürlich eine Bundesregierung immer immens viel Kenntnis hatte über die Spionageaktivitäten der Amerikaner. Das ist aus bündnispolitischen Rücksichten immer unter der Decke gehalten worden. Aber mit den Enthüllungen von Snowden kam dann ein Handlungszwang für die Regierung. Der war überwiegend verbal. Die Reise des Bundesinnenministers war nahezu lächerlich. Wir werden auch in Zukunft erleben, dass auch NATO-Partner untereinander Spionage gegeneinander betreiben, dass es nur ein ganz klein wenig eingehegt wird. Stichwort Wirtschaftsspionage. Sie haben es gerade angesprochen. Frau Merkel hat gesagt, dass die Wirtschaftsspionage auszuschließen ist. Ist das so? Das ist definitiv nicht so. Es gibt regelmäßig Skandale, wo deutsche Großunternehmen an Staaten liefern, die in den Augen der Amerikaner Schurkenstaaten sind, wie der Iran. Da handelt es sich überwiegend um Dual-Use-Güter. Und wir erleben ständig Interventionen des amerikanischen Botschafters beim Auswärtigen Amt, wo der mit einem Non-Paper ankommt und sagt, wir wissen, diese oder jene Firma steht in Verdacht, an den Iran zu liefern. Dann prüft das Auswärtige Amt, versteigt sich auch zu der Formulierung, wir wollen gar nicht so genau wissen, woher ihr das wisst, liebe Amerikaner, und gibt dann ein Non-Paper zurück mit dem Aufklärungsergebnis, fragt manchmal nach, bekommt dann neue Informationen von den Amerikanern. Das heißt, gerade im Auswärtigen Amt weiß man sehr genau, wie die Aktivitäten der Amerikaner gegen die deutsche Unternehmenslandschaft aussehen. Und es ist bezeichnend, dass sich gerade der Bundesaußenminister Herr Westerwelle in der ganzen NSA-Debatte überhaupt gar nicht zu Wort gemeldet hat, sondern den großen Schweiger gespielt hat. Das, was wir im Moment sehen, diese ganze Affäre, die Diskussion darüber, das ist für Sie als Experte also gar nicht neu. Nein, schauen Sie allein in die Debatte um den Echelon-Bericht des Europäischen Parlaments 2002. Damals hat das Europäische Parlament gefordert, dass umgehend Verhandlungen mit den USA aufgenommen werden müssten, um die Datensicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu garantieren und die europäischen Unternehmen vor Wirtschaftsspionage zu schützen. Damals hatte bereits eine Expertenkommission deutlich gemacht, dass auf technisch niedrigem Niveau ein System von angelsächsischen Nachrichtendiensten weltweit Politik- und Wirtschaftsspionage auch gegen Verbündete betreibt. Es gab nur Resonanz auf der Ebene des Parlaments. Die Europäische Kommission, der Rat, die nationalen Regierungen haben damals keine Konsequenzen daraus gezogen. Und ich fürchte, dass die Konsequenzen, die jetzt folgen, auch nur sehr begrenzt sein werden. Gehen wir ins Detail. Die deutschen Nachrichtendienste benutzen, so war zu hören und zu lesen, das US-amerikanische Programm Axe-Keyscore. Was kann dieses Programm oder andersrum gefragt, was kann das Programm eigentlich nicht? Das Programm kann nahezu alles. Wenn man die Fachliteratur der letzten 10 Jahre anschaut, die die technischen Fortschritte der NSA dokumentiert, dann finden Sie da ständig neue Meldungen. Meldungen, die sagen, wir können jetzt mit künstlicher Intelligenz Telefonate in vielen, vielen Sprachen auswerten. Wir können grundsätzlich alle verschlüsselte Telekommunikation rausziehen. Wir können eine kluge Analyse machen von großen Datenströmen, gerade im quantitativen Bereich, ohne dass wir dazu menschliche Auswerter brauchen. Das ist auch nötig angesichts der Datenmengen, die da so fließen. Und dieses Programm ist praktisch der Kulminationspunkt all dieser technischen Fortschritte. Und es ist nicht verwunderlich, dass der dann natürlich auch von Partnerdiensten eingesetzt wird. Auch das ist nichts Neues. Es gab ab Mitte der 80er Jahre Differenzen zwischen dem britischen Abhördienst und den Amerikanern.
Und ab 1985 haben sich die Amerikaner weit mehr auf den Bundesnachrichtendienst und auf skandinavische Nachrichtendienste gestützt bei der Kooperation in der Vermelde elektronischen Aufklärung. Ist der BND also eine Filiale der NSA oder ein Partner? Das geht in der Diskussion immer reichlich durcheinander. Nachrichtendienste arbeiten in bestimmten Feldern miteinander, wo sie gleiche Aufklärungsziele haben. Ich gehe davon aus, dass das gemeinsame Ziel von NSA und BND die Aufklärung von Krisenregionen, zum Beispiel die Satellitenaufklärung, ist. Das manifestiert sich in so einer Station wie in Bad Aibling. Da betreibt man die Aufklärung von geostationären Satelliten, überwiegend mit der Telekommunikation aus Krisengebieten. Wir wissen zum Beispiel, dass 1991 NSA und BND gemeinsam in Bad Aibling den serbischen Fernmeldeverkehr abgehört haben, um diese Informationen dann auch operativ zu nutzen, indem sie den Kroaten und bestimmten muslimischen Gruppierungen zur Verfügung gestellt wurde. Heute ist Afghanistan ein nachhaltiger gemeinsamer Schwerpunkt und da arbeiten BND und NSA wie für den gesamten arabischen Raum sehr eng zusammen. Auf der anderen Seite arbeiten Nachrichtendienste, die ja eigentlich nur nationalen Interessen dienen, natürlich auch gegeneinander. Was die NSA allein gegen die Bundesrepublik Deutschland unternimmt, das entzieht sich weitestgehend der Kenntnis des Bundesnachrichtendienstes, was die technischen Details betrifft, nicht was die Stoßrichtung betrifft. Es gibt eine BND-Studie vom Juni 1991, die fragt, wie die Neuausrichtung der amerikanischen Dienste nach dem Kalten Krieg aussehen wird. Und die Antwort ist eindeutig: Wirtschaftsspionage. Und in diesem BND-Papier steht auch eindeutig zu lesen, die Amerikaner werden die Überwachung von illegalem Waffenhandel, Proliferation, Korruption und dergleichen auch nutzen, um ganz legales Geschäftsgebaren europäischer Konkurrenten auszuspionieren. Mhm. Das war 91 dann vom BND, ja, dem Kanzleramt vorgelegt. Das heißt, es gab da immer eine tiefe Kenntnis über diese amerikanischen Aktivitäten. Deswegen ist Deutschland auch in den Unterlagen, die vom Geheimdienstenthüller Edward Snowden publik gemacht wurden, als eines der Zielländer bezeichnet. Es ist ein vorrangiges Zielland und das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen hat die Bundesrepublik sehr intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Volksrepublik China. Zum anderen waren wir über viele Jahre hinweg viel näher an Russland als die anderen Europäer, gerade auf dem energiepolitischen Sektor. Dann ist die Bundesrepublik aufgestiegen zu einer wichtigen Waffenexportnation gegen amerikanische Konkurrenz. Und nicht zuletzt spielt Berlin ja auch die große Schlüsselrolle bei der Bewältigung der internationalen Finanzkrise. Und da wollen sowohl Briten als auch Amerikaner immer gern wissen, was im Vorfeld in Berlin diskutiert und was dann hinter den Kulissen entschieden wird. Herr Schmidt-Ehnbohm, Sie beobachten die Nachrichtendienste ja jetzt seit Jahren. Was ist denn Ihre Zwischenbilanz dieser NSA-Affäre nach einigen Wochen oder wenigen Monaten? Es wird einer breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal vor Augen geführt, in welchem Umfang Spionage unter Verbündeten üblich ist. Das ist für Fachleute überhaupt gar nicht überraschend, wenn sie in die offizielle gesetzliche Auftragslage des britischen Communication Headquarters schauen, dann steht da: Sorgen für Sicherheit, das ist die militärische Komponente, Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Und das dritte Ziel ist, dem wirtschaftlichen Wohlergehen Großbritanniens dienen. Das ist gesetzlich verankerte Wirtschaftsspionage. Dennoch ist es ja so, dass diese gesamte Debatte, auch wenn jetzt viele Informationen öffentlich sind, ja relativ wenig Konsequenzen gehabt hat in Deutschland. Stoßen wir denn hier bei diesem Thema der Geheimdienste, der Kontrolle der Geheimdienste an die Grenzen unseres Demokratiemodells? Also was die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes betrifft, die ist relativ gut ausgeprägt. Weit besser als in Großbritannien, Frankreich und den USA, weil der BND ja zum Beispiel seine Suchwortlisten von der G10-Kommission des Deutschen Bundestages genehmigen lassen muss. Also was der BND auf den Sektor tut, mit sehr begrenzten Kapazitäten, ist demokratisch relativ gut kontrolliert. Und der BND hat da ja auch keinen immensen Schwerpunkt. Wenn Sie die reinen Zahlen vergleichen, die NSA ungefähr 100.000 Mitarbeiter, die Briten 6.500 in der Behörde plus Militärtechniker etwa 10.000 und da zum Verhältnis 1.500 Leute beim BND, die Fernmeldeaufklärung betreiben, zeigt in welchem viel größeren Umfang die angelsächsischen Dienste da ihren Schwerpunkt haben. Was hat Edward Snowden verändert? Er hat eine öffentliche Debatte losgetreten, eine öffentliche Debatte, die in einigen Monaten versanden wird.
Und sie hat nur geringfügige Konsequenzen. Insofern hat er weniger verändert als die WikiLeaks-Freigabedokumente, weil aus denen sehr viel tiefere Einblicke in amerikanische Außenpolitik möglich waren. Herr Schmidt-Emmo, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen.